Hallo zusammen bei der Sportschau. Schön, dass ihr dabei seid. In der Fußball-Bundesliga schließt um 18 Uhr das Transferfenster. Und wir wollen genau das als Anlass nehmen, um mal genau auf das Thema zu gucken. Also wenn ihr Fragen habt rund um Spielerberater, um Spielertransfers, um Manager oder was da so hinter den Kulissen alles abgeht, wie verhandelt wird, was auch immer. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es wirklich gerne in die Kommentare. Beantworten wird das ein Profi, und zwar Jörg Neblung, Spielerberater aus Köln. Jörg, schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Vielleicht machst du mal für uns einen kleinen Überblick. Kannst du ein paar Spielernamen nennen und einfach mal kurz erzählen, wie viele Spieler deine Agentur berät? Ich bin vermeintlich kleiner Fisch hier im Markt, bin seit 17 Jahren jetzt selbstständig, habe 40 Spieler roundabout, die wir, ich und mein Team betreuen. Ganz wichtig, das kannst du nicht alleine heutzutage machen, von zu Hause oder aus dem Auto, so wie früher mit dem Handy. Die Anfänge der Spielerberaterschaft, das ist inzwischen mit einem Office hier in Köln im Vulkanwerk, wo wir arbeiten. Und ja, das ist ein internationales Geschäft, was wir betreiben. Das ist nicht nur national. Jetzt schließt das Fenster ja ein paar Stunden. Du sitzt aber trotzdem relativ entspannt hier bei uns im Studio in Köln bei der Sportschau. Liegt woran? Der August war unfassbar unaufdringlich, will ich mal vorsichtig sagen. Das heißt, unsere Spieler waren alle unter Dach und Fach. Alles kann, nichts muss. Wir hatten keine Arbeitslosen. Und es haben sich jetzt in den letzten Tagen auch keine Notwendigkeiten mehr ergeben, irgendeinen Spieler von A nach B noch bringen zu müssen, weil er unglücklich ist dort, wo er ist. Oder im besten Fall, das hätte ich mir natürlich gewünscht, weil wir in irgendeiner Form noch ein besseres Angebot kriegen aus einer höheren Liga, aus dem Ausland, wo wir vielleicht vorzeitig schon mal einen Transfer realisieren können, wo es tatsächlich dann Geld auch für den abgebenden Verein gibt. Das ist immer schön, weil alle sind zufrieden. Und keiner soll sich dann am Ende benachteiligt fühlen in so einem Transfer. Hat in diesem August nicht sollen sein. Deshalb kann ich zu euch kommen. Das ist ja super entspannt dann erstmal. Im Augenblick ist es sehr entspannt. Ich kann sogar gerade, weil du gefragt hast, das Handy ausmachen. Flugmodus, genau, Flugmodus reinmachen. Wir haben Bombenalarm bei uns im Büro. Das ist das Einzige, was momentan so ein bisschen pressiert. Aber sonst tatsächlich sehr ruhig. Also wenn ihr Fragen an Jörg, den Spielerberater aus Köln, habt, gerne in die Kommentare. Ein paar Fragen sind auch schon gekommen. Kim fragt zum Beispiel, was würdest du einem Klienten raten, wenn er zwei Möglichkeiten hätte? Einmal Top-Club, aber ohne Spielergarantie, oder einen Stammplatz in einem Club, wo man aber keine Aussichten auf einen Titel hat? Habe ich schon gelesen, die Frage. War sehr gut. Kann man nicht generalisieren. Das ist sehr schade, weil man am Ende tatsächlich nicht in der Lage ist, irgendwelche Allgemeinphrasen zu bringen, sondern man muss eben drauf schauen, wie ist der Konkurrenzkampf in diesem Verein. Ist es ein vermeintlicher Traumverein, wo das Angebot vielleicht nie wiederkommt? Dann würde ich sagen, darf man das schon mal machen? Das hatten wir bei Robert Enke mit Barcelona. Robert war hinterher, nachdem das mit dem FC Barcelona nicht geklappt hat, aber noch hundertprozentig davon überzeugt, dass dieser Schritt notwendig war, dass er das tun musste, um sich zu versuchen. Dass er dann unter ganz schwierigen Umständen dann so ein bisschen ausgebotet wurde, ohne da näher darauf einzugehen, änderte nichts an dem Fakt, dass er gesagt hat hinterher, ich musste das probieren. Und wir haben da sehr viele Beispiele, wo ein Spieler versucht, auf einem Niveau klarzukommen, wo er eigentlich nicht hingehört, aber diese Once-in-a-Lifetime-Chance am Schopf verpacken will. Nils Petersen, weiß ich noch, damals von Cottbus zu Bayern München, ein unfassbarer Sprung, hat es da nicht geschafft und muss dann auf der nächsten Stufe Werder bzw. jetzt Freiburg sich bewähren, hat das auch geschafft. Von daher, ich kann es nicht generalisieren, junge Spieler aber brauchen Spielpraxis. Die wichtigste Trainingseinheit sind 90 Minuten am Wochenende. Und die brauche ich. Und wenn ich keine Aussicht habe, in diesen Kader zu kommen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, lass uns einen Umweg nehmen. Kannst du uns da mal so mit in dein Wohnzimmer nehmen? Also sagen wir mal, du sitzt mit Spieler XY da und ihr habt genau die Situation. Der Spieler will vielleicht zu dem Verein, aber du bist wirklich ganz klar der Meinung, aufgrund deiner Erfahrung, er sollte das nicht machen. Also wie lange sagst du, versuchst du, zu ihm zu beeinflussen, und wann sagst du irgendwann, okay, mach es, aber ich bin dagegen? Ich versuche mich zu positionieren, aber die Entscheidung liegt immer beim Spieler. Also wir sind nur Berater, wir geben Ratschläge, wir offerieren Optionen. Aber wir sind nicht diejenigen, die sagen, das musst du machen, Junge. Ich hatte es jetzt gerade bei meiner Frauenagentur, ein Angebot für eine Spielerin von dem zukünftigen Real Madrid, heißt noch Tacon, wo wir gesagt haben, ich meine, du musst es machen, ohne den Namen zu nennen. Und sie aber sagte, ich habe da das Gefühl nicht für im Augenblick. Es geht mir zu schnell, das ist mir zu groß alles so. Und ich habe es dann noch versucht, so ein bisschen zu untermalen und ihr ein Foto geschickt mit dem Realtrikot an und ihrem Kopf drauf und so. Ne? Und dann war es aber auch gut, dann habe ich auch nicht mehr gebohrt. Das ist dann in Ordnung. Die Entscheidung ist gefallen und dann haben wir dem Verein abgesagt.
da hilft Buhre nichts, weil der Spieler oder die Spielerin in dem Falle muss die Überzeugung haben, dass diese Station gut für ihn ist, dass sie oder er beziehungsweise das auch packt. Okay. Nächste Frage kommt von Kim. Danke, dass du geschrieben hast. Und die Frage ist, von Fabian. Kim hatten wir gerade. Wie kommen denn die ganzen Fußballclubs an eure Telefonnummern? Gerade in Vereinen aus dem Ausland ist es ja doch etwas schwieriger. Finde ich eine super Frage. Also kannst du uns so ein bisschen mal hinter die Kulissen nehmen, wie das so funktioniert, wenn jemand Interesse an einem Spieler hat, den du berätst? Also erstmal ist es unsere Aufgabe, die Nummern von den Verantwortlichen, von den Vereinen zu haben. Das ist natürlich weltweit extrem schwierig. Wenn ich in die Cidue nach Italien einen Spieler bringen will, dann habe ich da die Kontakte nicht in der Form, dass ich mal eben schnell die Nummer aus meinem Handy, aus meinem Register wähle. Sollte da jemand tatsächlich über das Datenscreening auf einen unserer Spieler stoßen, haben wir natürlich die Verweise über verschiedene Plattformen, Transfermarkt, wir haben eine Website, das ist die Visitenkarte im Netz. Viele gucken bei Instagram rein, wer wird da assoziiert? Also es gibt so kurios viele Wege, erst zum Spieler zu kommen, das ist meist der Weg, weil leider Gottes so viele Berater unterwegs sind, dass die Vereine inzwischen sagen, ich frage lieber erstmal den Spieler, wer den denn jetzt berät. Mhm. Im Einzelfall versuchen die Vereine dann auch noch den Spieler auszuhebeln, so am besten ohne Berater holen. Ich spare die Provision und der Spieler wird billiger. Ich kann viel bessere Verträge für mich in meinem Sinne schließen. Und da wird schon mal mit dem Brecheisen so ein bisschen an dieser Beziehung zwischen Berater und Spieler gehebelt. Kommt das denn manchmal vor, dass ein Spieler zu dir sagt, hey, mich hat gerade ein Verein kontaktiert, der sollte das lieber mal mit dir machen? Ja, das kommt vor, in der Tat. Also bei meinem Klientel ist es so, dass ich da schon ein sehr gutes Gefühl habe. Wir haben ein sehr homogenes Klientel. Bei mir sind die Meier, Müller, Schulzes dieser Welt. Ne? Wir haben fast durchgängig deutsches Klientel. Und da ist es schon so, dass dann aber trotzdem mal entweder andere Berater kommen und sagen, ey, den Verein kriegst du aber nur mit mir. Hm. Was im wirklich 95% aller Fälle einfach erstunken und erlogen ist. Das gehört dann auch zu den Auswüchsen unserer Branche. Oder aber, dass ein Verein sagt, komm, hier ist jetzt gut, wir machen nichts mit Beratern oder so, weil eben der Spieler dann Klauseln unterschreibt, die er mit Berater wahrscheinlich niemals unterschreiben würde. Nächste Frage kommt von Mike, ein bisschen kritischerer Ton. Mike schreibt, wie kann man als Multimillionär einen Klienten noch ernst nehmen, wenn er sich zum anderen Verein streiken will? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld deine Spieler verdienen, aber da werden sicherlich auch ein, zwei dabei sein, die schon ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben. Wie stehst du zu dieser Thematik? Ja. Also ich würde es trennen. Streik hat nichts mit Multimillionär zu tun. Das ist eine ganz kleine Sache, die auch Spielern, Mitspielern passiert, die noch nicht wirklich viel verdient haben. Dass sie sagen, ich setze mich jetzt hier, ich trainiere nicht mehr, ihr lasst mich raus oder ich spiele nicht mehr für euch. Das ist immer ganz schlecht und da würde ich jederzeit meinen Spielern von abraten, weil das steht in deiner Vita drin, wenn du noch am besten versuchst zu prozessieren gegen Vereine. Sehr schwierig, lasst uns Lösungen finden. Wenn das tatsächlich nicht möglich ist, muss man gucken, ob man einen Mediator findet. Aber Streiken hat erstmal nichts mit der Summe auf dem Bankkonto zu tun, sondern Streik ist ein No-Go. Natürlich gibt es ein paar Spielarten vor dem Streik, um seine Interessen durchzusetzen gegenüber dem Verein. Aber wie gesagt, dieses Ende der Kategorie bzw. der Möglichkeiten gibt es mit mir nicht. Okay. Dann schreibt Sascha, was für Möglichkeiten hat ein vertraglich an seinen Berater gebundener Spieler, wenn der nicht wirklich die Interessen des Spielers vertritt, sondern sich nur um die Abschlüsse mit für ihn größtmöglicher Provision bemüht? Auch ein spannendes Thema, eine gute Frage. Gute Frage. Wir sind in Deutschland. Wir haben eine Arbeitsrechtsgebung, Arbeitsschutz für den Arbeitnehmer, Rechtsprechung, die uns keine Exklusivität ermöglicht. Das heißt, ohne dass ich dir vorher in irgendeiner Form 100.000 Euro überweise und dafür gewisse Rechte erwerbe, kann ein Spieler tatsächlich jederzeit raus aus dem Vertrag. Das führt zu tatsächlich einem sehr harten Abwerbemarkt in Deutschland. Und es ist tatsächlich, wir reden immer über EU-Recht, aber es ist tatsächlich so, dass wir in der EU ganz andere Fälle haben. In England, in Holland, in Spanien habe ich einen Zweijahresvertrag, der automatisch endet, sich nicht selbstständig verlängert. Das sind so wichtige Eckdaten. Und dort ist eine Beziehung zwischen Manager und Spieler erstmal safe, wird geschützt.
Und wenn er nach einem Jahr keine Lust mehr hat, kündigt er für das Jahr drauf. Bei uns in Deutschland ist das so, weißt du was, ich habe keine Lust mehr, ich habe jetzt einen besseren, ich habe einen, der erzählt mir schönere Sachen, dann kann der raus. Also wenn tatsächlich jemand das Gefühl hat, da wirtschaftet einer nur in seinem eigenen Ermessen, dann hat dieser Spieler die Möglichkeit, sich zu trennen und sich einen anderen zu suchen. Nimm uns da auch nochmal mit in dein Wohnzimmer. Also ist dir das schon mal passiert und wie reagierst du dann als Spielerberater? Das ist mir schon passiert in der Tat, weil jemand gekommen ist, der sehr schöne Sachen in Aussicht gestellt hat, die er natürlich hinten raus nicht gehalten hat, weil ich muss ja erstmal ein bisschen Zucker streuen, damit der Spieler mir auf dem Leim geht. Und dann ist es sehr schade, wenn der Spieler nach einem halben Jahr wiederkommt und sagt, Jörg, sorry, aber das war irgendwie, der hat mir da was versprochen. Ja. Was er nicht gehalten hat, die Spieler kann ich dann aber nicht zurücknehmen, weil diese Loyalität und das Vertrauen ist beidseitig notwendig in unserer Branche. Ich muss auch darauf vertrauen, dass der Spieler mir einen gewissen Schutz einräumt, genauso wie der Spieler wissen will, dass ich nur seine Interessen vertrete. Nächste Frage kommt von Carlos, fragt Tipps für Anfänger in dem Beratergeschäft. Ja, sehr gut, nicht reinkommen, auf jeden Fall zu Hause bleiben, anderen Job suchen, Gärtner werden, Sparkassenfilialleiter ist auch schön. Sagst du warum? Weil der Markt heillos überfüllt ist, weil wir dadurch, dass keine Zugangsvoraussetzungen sind, ich muss 500 Euro beim DFB abgeben, Dankeschön, kriege auf einer Liste meinen Namen präsentiert und bin dabei, wenn mein polizeiliches Führungszeugnis in Ordnung ist, das ist mir ein bisschen zu billig. Dadurch haben wir natürlich inzwischen, glaube ich, mehr Berater als Spieler. Das sind die Blüten, die dieses Geschäft hat. Und deshalb ist es extrem schwierig für selbst einen etablierten, halbwegs gut beleumundeten Spielerberater, Spieler zu akquirieren heutzutage. Es sind sehr große Agenturen, die wie Spielerkraken aufsaugen, die überall sitzen, 30, 40 Mitarbeiter haben. Da sollte sich jeder Spieler gut überlegen, ob er tatsächlich dann einer von 400 oder 500 Spieler sein will oder ob er einer von 40 vielleicht sein möchte, präsentiert wird. Sorry, noch eine gute Frage von Carlos, eine Folgefrage. Könnte ich eigentlich jetzt auch einen Transfer abwickeln, wenn ich keinen Spielerberater habe? Also kann ich das alles selber klären mit dem Verein? Du kannst es auch alleine machen als Spieler, Carlos. Also dich hinsetzen, für dein eigenes Geld verhandeln, für deine Klauseln, für deine Laufzeiten. Und das geht durchaus. Kannst ja auch einen Rechtsanwalt nehmen, irgendeinen Arbeitsrechtler. Der ist aber in der Tat nicht in der Lage, die Kontakte zum Verein herzustellen, dir vielleicht zu sagen, wie das Gehaltsschema ist. In der Regel kennen sich diese Anwälte auch nicht aus, was Verklausulierungen, Klauselfragen angeht. Lennart fragt, wie du zu dem Beruf gekommen bist. Kannst du da, du musst jetzt nicht alles die ganzen Jahre sagen, aber so vielleicht mal so ein paar Stationen. Ich bin zweimal rechts, dreimal links und dann wieder rechts abgebogen. Und es war nie mein Ziel, Spielerberater zu werden. Ich habe an der Sporthochschule in Köln studiert. Ich bin dann zum Verein gekommen, zu Borussia Mönchengladbach, habe dort 4 Jahre gearbeitet, 4 sehr schöne Jahre, muss ich sagen. Bin dann in das Agenturgeschäft gewechselt als Angestellter, damals beim bekanntesten deutschen Spielervermittler Norbert Flippen, der mit Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Matthias Sammer, Effenberg alle groß geworden wurde. Es waren seine Spieler, sehr namhaft. Und bin nach 4 Jahren in die Selbstständigkeit getreten, obwohl ich das eigentlich nie als Lebensziel vorhatte oder als Plan hatte. Okay. Carlos ist auf jeden Fall aktiv bei uns in den Facebook-Kommentaren. Danke, dass du so viele Fragen stellst. Wie kommt man am besten zu seinem allerersten Spieler? Also wahrscheinlich ist es Zufall bei dir dann auch gewesen oder gibt es da auch eine Möglichkeit, irgendwie aktiv zu sein? Ja, wenn der Sohn deines Nachbarn unfassbar gut Fußball spielt und Podolski heißt und du bist derjenige, der irgendwas in der Nachbarschaft bei den Freunden mitbringt, was verhandlungsgeschickt andeutet, dann kommst du relativ schnell zu einem Spieler, ohne dass du eigentlich irgendwie dafür gemacht warst. Mino Raiola ist Pizzabäcker eigentlich aus einer Familie in Amsterdam. Jorge Mendes müssen wir noch einmal sagen, einer der Top-Berater auf dem Markt, genau. Ja, definitiv. Top-Berater zumindest, was die Provisionen angeht. Ja. Und das sorgt auch dafür, dass wir tatsächlich in der Öffentlichkeit einen sehr schlechten Ruf haben. Ne? Weil einfach bei einem Transfer, wenn da 40 Millionen dem Berater zugeschrieben werden, dann ist es klar, dass unser Berufsstand nachhaltig darunter leidet. Das sind die Summen, die verdrehen jeden da draußen irgendwie den Kopf. Und deshalb steht dann auch sehr häufig Abzocker oder sowas unten in euren Kommentarspalten jetzt unter diesem Chat. Das ist allerdings wirklich nur die ganz oberste Spitze des Eisbergs. Und ganz unten sind sehr viele Leute, die gut arbeiten, die aber 10% vom Jahresgehalt eines Spielers dann für die Dienstleistung bekommen und davon Reisekosten, Mitarbeiter, Büro und so weiter bezahlen müssen. Das wird nicht gesehen. Diese Spitzensummen sind natürlich schon annähernd utopisch, das muss man sagen. Und deshalb, wie gesagt, haben wir jetzt so die Reaktionen dann auch im Netz.
wie wir sie wahrscheinlich jetzt hier unten drunter auch irgendwo gerade lesen. Lass uns doch genau dann mal an diesen Eckpunkten arbeiten. Also du hast die Kommentare schon angesprochen. Oft passiert genau das, dass Berater in dieses Licht gesetzt werden. Gleichzeitig gibt es diese Millionen Gehälter, von denen du gerade gesprochen hast. Mit welchem Klischee oder mit welchem Mythos würdest du denn gerne mal aufräumen und sagen, hey, das stimmt eigentlich gar nicht, was da über die meisten Spielerberater gesagt wird? Die Assoziation ist, glaube ich, wir sitzen irgendwo am Pool und warten, dass das Telefon klingelt. Dass dann ein Verein anruft und sagt, wir wollen einen Spieler haben. Du sagst, okay, können wir uns treffen, gucken wir mal. Aber unter dem und dem Preis machen wir es nicht. Das ist eben nicht so, sondern du musst die Entscheider der nationalen und internationalen Vereine in irgendeiner Form kriegen, auf den Spieler hinweisen. Du musst deine Spieler servicen. Das heißt, du bist eben dann auch viel unterwegs. Wenn du nur einen Spieler hast und fährst die ganze Zeit eben immer nach Leipzig zum Spiel, guckst die Bundesliga an im VIP-Bereich, fährst wieder nach Hause, gehst abends noch mal ein bisschen mit dem Spieler essen. Das wäre schön, das ist es aber nicht. Heutzutage musst du eben sehr weit vernetzt sein. Mit einem Spieler wirst du das nicht können. Und du musst eben sehr früh auch dein Recruiting, deine Talentsichtung betreiben. Das heißt, wir achten im Augenblick schon auf die 14-Jährigen. Wir sprechen erst ab 15 an. Wir sind also jetzt bei den 2005er Jahrgängen in der Sichtung angekommen. Und ab 15 versuchen wir dann mit den Familien, mit dem Spieler in irgendeiner Form eine Vereinbarung zu kriegen. Und dann kriegen wir erst Geld, wenn wir den Spieler überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn der Spieler volljährig ist. Das heißt, du bist dann tendenziell erst mal 4 Jahre im Markt, arbeitest, fährst hin, service die Familie. Wir sind am Anfang Elternberater, keine Spielerberater, ja, weil die Fragen kommen von den Eltern, nicht von den Jungs. Und je älter die Jungs werden, desto mehr wechselt das natürlich. Ne? Dann gibt es dann Ausrüsterverträge. Es geht darum, was man auf Facebook tun, beziehungsweise die meisten Instagram inzwischen natürlich tun und nicht tun sollte oder lassen sollte. Lass uns da mal gerade einhaken, weil da hat Peter nämlich gefragt, ab wann du einsteigst. Das hast du ja gerade schon beantwortet, ne? Dass du quasi dann erst Spieler berätst, die 15 sind. Mhm. Aber gleichzeitig kommt damit ja auch diese Thematik auf, dass eben total viele Kollegen von dir schon sehr, sehr früh starten, auf Spieler zuzugehen. Wir haben da auch für den WDR recherchiert. Teilweise haben 9-Jährige schon Berater, also natürlich dann offiziell deren Eltern, die sie da beraten. Wie stehst du zu dem Thema und dieser Entwicklung? Weil tatsächlich ist es ja so, dass immer jüngere Spieler schon zu den großen Bundesliga-Clubs von Amateurvereinen wechseln. Ja, das treibt tatsächlich bunteste Blüten. Es ist klar, dass je früher die Talente in den Jahrgängen weg sind, desto mehr gehen die Wettbewerber, die keine Chance haben, an die Talente zu kommen, Stufe runter, Stufe runter. Und dann sind wir plötzlich vielleicht irgendwann bei 9-Jährigen, was absoluter Wahnsinn ist. Da gilt es ganz klar, so lange wie möglich an der Homebase bleiben. Und wenn ich nicht exorbitant der Beste in dieser Mannschaft bin oder der Trainer nicht ein Problem mit mir hat, dann bin ich derjenige, der eben sagt, bleib so lange, wie es geht da. Und wenn die Not dann so groß ist, weil der Junge so gut ist, dann möglichst heimatnah in ein gut ausbildendes NLZ. Das können die Eltern ja auch nicht wissen. Ja, wie gut wird in Dortmund, München, Leipzig ausgebildet? Wie gut wird in Bielefeld oder Dresden die Arbeit gemacht? Da gibt es auch gute Zweitligisten, die ein hervorragendes NLZ haben, wo man dann eigentlich besser aufgehoben ist, weil ich eine Durchlässigkeit habe. Ich warne immer davor, einem 17-Jährigen in einen Verein zu bringen, wo keine zweite Mannschaft ist. Ich halte das für ein großes Problem, dass ich nach der U19 einfach abgeschnitten werde. Der DFB sagt, wir haben große Verpflichtungen, ein NLZ aufzubauen mit Pädagogen, mit Psychologen, mit Fußballtrainern. Und nach der U19 ist es uns eigentlich egal. Und Leipzig meldet einfach ab. Leverkusen, Frankfurt haben schon abgemeldet. Einige Zweitligisten haben es aus wirtschaftlichen Erwägungen gemacht. Trotzdem gibt es da Leute, die arbeiten sehr, sehr gut. Und ich muss nicht unbedingt 500 Kilometer bis Dortmund in ein Internat gehen. Außer ich bin wirklich hochveranlagt und möchte mit den besten Jungs in meinem Jahrgang spielen und ich möchte um die deutsche Meisterschaft spielen, dann muss man sich das schon überlegen. Man merkt, dass du ja offensichtlich dann auch viel im Austausch stehst mit deinen Klienten. Und da fragt Tobias jetzt gerade, wie häufig triffst du eigentlich deine Klienten? Also natürlich kannst du das jetzt nicht so mit einer Zahl sagen, aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deinen wöchentlichen, monatlichen Ablauf und beschreib mal, wie das so aussieht. Also wie oft schreibt man mal ein SMS, hey, bin gerade in Bielefeld Kaffee trinken, oder wie sieht so das Verhältnis zu deinen Klienten aus? Auch das ist ganz unterschiedlich, weil der eine möchte eine Rundumbetreuung haben und dem anderen ist im Grunde nur dran gelegen, einen guten Arbeitsvertrag zu haben. Und
Mehr wollte der von mir nicht wissen. Jörg Butt von Leverkusen habe ich den zu Benfica Lissabon gebracht, von Benfica zu Bayern München. Mit dem hatte ich keinen großartigen Austausch. Das war ein rein professionelles Verhältnis und der wollte von mir nur einen Arbeitsvertrag. Und der Rest war ihm egal, der stand mit beiden Beinen im Leben. So, ja. Okay, das haben wir hingekriegt, das haben wir auch gut hingekriegt, glaube ich, damals. Und andere haben mehr Probleme, brauchen mehr Nähe. Einige können es auch nicht äußern. Ich finde es immer doof, wenn der Berater die ganze Zeit immer nur den Spieler anruft, ja, immer one way. Ja, das muss schon so ein bisschen in die andere Richtung auch gehen, damit ich das Gefühl habe, okay, der interessiert sich schon dafür, was ich ihm erzähle. Und ein bisschen wie in der Freundschaft. Ja, genau. Ja. So, ne? Also es ist ein Geben und Nehmen und ich muss das Gefühl haben, dass der gerne angerufen wird oder dass es ihm wichtig ist, dass ich nach dem Spiel ihm eine WhatsApp kurz schreibe. Okay. Ja, deshalb gibt es auch da ganz unterschiedliche Abläufe. Am Wochenende ist natürlich meine Arbeitszeit und dann gibt es eben meine Nordtour mit dem HSV, mit St. Pauli, Hannover 96. Oder ich fahre in den Süden und versuche über Kaiserslautern nach Freiburg zu fahren. Ich habe hinten in Bayern, in Ingolstadt und Fürth Spieler. Ne? Da muss ich gucken, wie ist der Spielplan? Wann kann ich die möglichst viel auf einmal irgendwie oder nacheinander sehen? Spiele sehen, Spieler treffen, essen gehen. Das will wohl geplant sein. Das ist gar nicht so leicht, die Wochenenden zu segmentieren. Oder gehe ich einfach, fahre ich eben mal in die Bayer Arena und gucke mir Bundesliga an, obwohl ich keinen Spieler dort habe. Wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, Jörg Nebelung ist Spielerberater. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Das hat zum Beispiel auch Yannick gemacht. Und Yannick fragt, was dich antreibt, diesen Job weiterzumachen, weil du ja auch vorhin gerade schon so ein paar kritische Worte geäußert hast. Ja, wir sprechen tatsächlich in der Tat manchmal von Schmerzensgeld, das wir verdienen bei den Provisionen, weil man sehr viele Nackenschläge einsteckt. Dafür sind wir auch da. Das heißt, wenn ein Spieler Stress mit einem Verein hat, dann ist ganz oft der Berater schuld, ja, weil der zu viel verlangt hat. Dass natürlich der Spieler das Geld haben will und wir gewisse Forderungen im Rahmen einer Verhandlung stellen, ist relativ normal. Und um das Spieler-Verein-Verhältnis nicht zu beschädigen, wird dann halt gerne der Berater genommen und da drauf mit dem Knüppel. So, ne? Das muss man aber abkönnen, das muss man sich auch vorher überlegen, bevor man dann in irgendeiner Form in diese Branche eintritt. Ist nicht immer leicht, wenn es so ein bisschen hoch hergeht und man wacht morgens auf und denkt, oh, 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 was steht jetzt wieder in der Zeitung mit den großen Buchstaben. Diese Phase kann schon sehr anstrengend sein. Ne? Ich habe am Anfang in meinem ersten Jahr direkt mit dem Barcelona-Deal die Erfahrung gesammelt. Danach hatte ich eine Auseinandersetzung mit meinem eigentlich Heimatverein da, mit Mönchengladbach, irgendwie bezüglich Benny Auer, wo der Trainer mich dann öffentlich diskreditiert hat, damals Hans Meyer. Dankeschön, hat mir auch geholfen. Even bad PR is good PR. Von daher, aber das muss man abkönnen. Ne? Also da musst du schon aus so einem Holz sein. Du bist 24 Stunden angerufen, abends, morgens. Es will immer einer was von dir, am Wochenende auch. Du kannst nicht abschalten. Das ist das Berufsprofil, was wir haben. Aber ich arbeite gerne mit den Jungs. Ich bin gerne auch im Stadion oder irgendwo auf einem U17-Spiel am Rande und gucke mir den Fußball an. Ich glaube, dass wir das sehr gut inzwischen machen als Agentur. So viel Selbstlob bzw. Lob für meine Mitarbeiter ganz wesentlich soll drin sein, dass wir inzwischen nach 17 Jahren wirklich besser sind als jemals zuvor. Und dementsprechend machen wir das auch gerne, weil ich ein gutes Team habe, weil ich ein sehr uniques Klientel habe, weil ich sehr klar sage, das ist nicht meine. Ne? Ich mache keine Brasilianer, ich mache keine Schwarzafrikaner, ich mache keine, ohne dass es rassistisch sein soll, aber ich habe so einen USP, Torhüter, deutsche Spieler, das kann ich. Und beim Rest wird es dann, wenn mich einer fragt, wie der Spieler von Neapel ist, ob ich den kenne, irgendwie so, nee, kann ich dir schon sagen, kenne ich nicht. Ja. Was die meisten User und wir, glaube ich, auch alle Fußballfans spannend finden, ist genau so diese Situation, kurz bevor es zu einem Abschluss kommt, also bevor so ein Transfer eingetütet wird. Und wir haben euch mal noch ein ganz nettes Video rausgesucht und das ist aus unserem Archiv von 1992. Und da sehen wir Kalli, Rainer Kallmund, damals noch bei Leverkusen tätig. Hör mal, mir geht es also nochmal um Folgendes, dass ich dem Spieler nochmal klar sagen will, wie wir jetzt vorfahren, nochmal von der Taktik. Wir wollen ihn haben. Wir werden in dem Termin bis hin zu unserem Optionstermin mit dem Spieler auch in der Öffentlichkeit mit Sicherheit kein besonderes Interesse bekunden.
Im Gegenteil, wenn Fragen kommen vom Club, vom Präsidium, von der Presse, werden wir unser Interesse deutlich herunterspielen. Wir werden sagen, wir haben andere Eisen im Feuer, um in der Frage der Ablösesumme, der Transferentschädigung schon taktisch da dementsprechend vorzugehen. Kalli, der harte Hund, ein guter Verhandler. Kannst du uns sagen, ob das heute noch ähnlich ist? Also natürlich ist das jetzt die Managerseite, aber nimm uns doch da mal so ein bisschen mit. Also steht fest, quasi Spieler möchte das Team wechseln, aber die Ablöse ist noch nicht ausgehandelt. Wir haben das jetzt, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, was aktuell läuft, Boateng zu Juve, ja oder nein. Das könnte jetzt genau dieses Ballyhu sein, was der Kalli da gerade beschrieben hat. Sein, angeblich ist es geplatzt. Ja. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden, dass irgendeiner sich noch bewegt. Das ist das normale Verhandlungsballyhu. Ja? Absagen und dann aber eigentlich auf das nächste Angebot hoffen. Aber wie sieht das genau aus? Also kriegst du dann noch einen Anruf oder schreibt man eine SMS? Also weiß ich nicht, eine Million drauf und dann ja? Alles. Kann der Anruf von dem Manager sein, hör mal, sind Sie verrückt, was wollen Sie haben? Das ist ja unfassbar. Und dann erreicht man am Ende trotzdem irgendwie dieses Ziel irgendwie annähernd. Ich verhandle jetzt nicht so, dass ich sage, das wollen wir haben, wir legen jetzt 250% drauf, damit wir wieder so weit runtergehen. Das halte ich nicht für zielführend. Ich finde, es ist schon wichtig, dass man den Verein von Anfang an eine Richtung vorgibt, in die der Spieler finanziell geht, was Klauseln betrifft, was Laufzeiten betrifft. Gewisse Liga-Szenarien auf Abstieg müssen berücksichtigt werden. Und dann ist das so auch ein bisschen Basar manchmal. Ich gebe dir was, du gibst mir was, wo können wir uns noch einigen? Und da muss man entweder irgendwann sagen, es funktioniert leider nicht. Manchmal kommt dann plötzlich Verein B von der Seite und macht das Angebot, was er haben willst. Und dann sagst du aus der anderen Verhandlung, tut mir jetzt leid, wir gehen jetzt nach da. Okay. Deswegen so oft kurz vor knapp noch. Nee, kurz vor knapp ist jetzt, weil jetzt haben einige Spieler die Notwendigkeit, ich will unbedingt weg, ich kriege hier bei den Bayern keine Spielpraxis mehr, Boateng, wir müssen irgendwas machen. Und die Bayern sehen das auch, dass es ein Problem ist, die haben auch ein Interesse daran, dass er geht. Und jetzt geht es am Ende drum, 18 Millionen Ablöse, Weiterverkaufsanteile sind in dem Falle komplett obsolet, das interessiert keinen in dem Alter. Aber gewisse Szenarien, wenn Juve die Champions League gewinnt, dann gibt es nochmal einen Nachschlag, diese Themen. Und dann gibt es bei dem Gehalt des Spielers vielleicht nochmal Abstriche, nur damit das zustande kommt, damit er aus München rauskommt und erlöst wird. Wir haben noch, was haben wir noch, 3 Stunden und da kann noch viel passieren. Jetzt glühen tatsächlich die Drähte. Wir hatten im letzten Jahr einen sehr langweiligen Deadline-Day. Ich weiß nicht, war ich bei den Öffentlich-Rechtlichen war ich nicht, sondern bei den privaten Kollegen. Egal. Ich sag den Namen nicht. Und da passierte relativ wenig. Ich glaube, heute ist noch einigermaßen Druck auf dem Kessel. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich gleich wieder das Handy anmache. Was vermeldet ist, Eintracht Frankfurt hat eine sehr interessante Nummer gerade am Laufen. Die Bayern, Real Madrid mit Paris Saint-Germain. Für mich als Torwart-affinen Berater sehr interessant, ob das tatsächlich zu diesem Switch der Torhüter kommt. Also das ist heute schon deutlich spannender als im letzten Jahr. Nächste Frage von euch kommt von Dani und Dani schreibt, ist es sinnvoll, im Ausland in ein NLZ oder mit Stipendium in die USA zu gehen? Und Dani, du schreibst auch noch, ab welchem Alter würde das Sinn machen? Was sagst du dazu, Jörg? Stipendium USA, erst ein Abi machen und dann bitte bis ein Jahr nach dem Abitur versuchen, dieses Stipendium zu kriegen. Da gibt es Kollegen, die sich darum kümmern. Da gibt es sehr gute Agenturen, die euch Stipendien organisieren. Und das sind meistens die Spieler, die hier in Deutschland das Gefühl haben, wir kommen nicht in den Bereich des bezahlten Profifußballs rein. Ja, sondern ich muss meine Karriere zweigleisig planen, ich möchte studieren und Fußball spielen. Da sind diese Stipendien im Augenblick tatsächlich sehr angesagt. Das ist auch eine schöne Option, zweigleisig weiterzumachen und trotzdem den Traum vom Profifußballer weiterzuleben. Akademien in England, ja, ist ein Traum. Ich selber hatte einen Jungen zu Chelsea gebracht, in die Academy. Das ist natürlich überragend von den Möglichkeiten, dort zu spielen. Ist allerdings aufgrund der Ligasystematik mit den Reserve Leagues nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und die schulische Begleitung ist auch nicht so, wie es am Anfang dann in Aussicht gestellt wird. Ich würde mir das gut überlegen. Wir haben in Deutschland ein extrem hohes Niveau in der Ausbildung. Bleibt einfach hier, Jungs, und versucht euch durchzusetzen, für die es dann nach der U19 schwierig wird, die ihr Abi gebaut haben. Erkundigt euch bei den Kollegen. Wir haben auch eine Partneragentur, mit denen wir zusammenarbeiten in dem Bereich, weil wir uns da nicht auskennen. Das ist unser Netzwerk. Dann bieten wir aber diesen Spielern, wenn die nach 3 Jahren feststellen, okay, es reicht nicht für Bundesliga,
die Option, guck doch mal, was in diesen unfassbar vielen Universitäten in Amerika möglich ist. Nächste Frage kommt von Nils. Eigentlich hast du die auch schon zum Teil beantwortet, aber Nils fragt, ab wann macht es Sinn, einen Berater zu haben, also Alter und Liga? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Du hast eben gesagt, ihr beratet erst ab 15, aber jetzt mal so aus Spielersicht, macht das schon Sinn, da ab 15 jemanden zu haben? Kommt natürlich total auch auf die Liga an. Wenn jetzt zu einem 12-Jährigen ein großes NLZ kommt und sagt, Junge, du musst zu uns kommen, wir dürfen dich noch nicht holen, aber wenn das soweit ist, dann musst du zu uns und komm schon mal, wir laden dich zum Probetraining ein, zu Testtrainings oder zu Fortbildungsmaßnahmen, Fördermaßnahmen, dann kann man da schon mal auch Beratung brauchen. Ist das jetzt wirklich nötig oder nicht? Wie gehe ich damit um? Und wenn dann plötzlich die drei großen deutschen Clubs im Jugendbereich, wir haben noch ein paar mehr, aber wenn die um einen Spieler buhlen, was ist denn für mich jetzt richtig? Da würde ich als Elternteil, der in dem Thema nicht drin ist, glaube ich, auch Beratung gebrauchen. Würde ich schätzen. Das tun wir, das geben wir dann gerne, ohne dass wir dann gleich der Spielerberater sind. Sondern wir sind eben die, die dann versuchen zu erklären, das und das und das passiert dort. Der Konkurrenzdruck ist hoch. Ist dein Junge aus diesem Holz gemacht, dass er da bestehen kann? Wenn nicht, bleib doch einfach noch ein bisschen und lass die Entwicklung noch ein bisschen voranschreiten. Lass ihn noch ein Jahr in seiner Schule und dann gucken wir weiter. Und später... Wahrscheinlich kann ich auch in der Oberliga noch einen Berater gebrauchen, weil ich einen besseren Vertrag haben will. Da sind wir allerdings tatsächlich nicht tätig in dem Bereich, nicht wirklich. Ich hatte jetzt einen Spieler, der aus der Regionalliga in die Oberliga gegangen ist. Da muss ich dann auch leider sagen, tut mir leid, ich kann dir da nicht helfen. Ich kenne mich in der Oberliga nicht aus. Das ist nicht mein Beritt. Einen Berater braucht irgendwie ja jeder. Wir für Bankgeschäfte oder Immobilien. Versicherung, ja, oder wo kaufe ich mein Handy jetzt günstiger oder meine Photovoltaik auf dem Dach. Wir gehen immer ins Netz und lassen uns da irgendwie beraten. Also sind auch wir Berater in einem viel wesentlicheren Bereich unterwegs. Deshalb würde ich jetzt mal pauschal sagen, ich glaube, jeder kann Berater gebrauchen, ja, weil wir machen ja nur Vorschläge. Also wenn ihr in der Kreisliga spielt oder so, könnt ihr Jörg anrufen. Er hat zwar nicht so viel Ahnung davon, aber vielleicht hat er einen guten Tipp. Steven stellt die nächste Frage. Und zwar wird er dich gerne fragen, wie du zu den hohen derzeitigen Ablösesummen stehst. Wie stehe ich dazu? Die sind natürlich sehr spannend. 30 Millionen ist das neue ablösefrei, witzeln wir immer in der Agentur. Es ist ein Zeichen der Zeit, weil wenn wir mal den Blick über den Ozean auf die NBA werfen und die Verträge angucken, wenn wir vor 10 Jahren, den Vertrag, den der Schumi damals geschlossen hat, wo alle sich an den Kopf gefasst haben, so viel Geld ist doch kein Mensch wert, da habe ich damals schon entgegnet, doch, weil es gibt Leute, die wollen diesen Michael Schumacher sehen mit seinem Logo, mit dem Logo in diesem Ferrari, in diesem Auto. Und die bezahlen dafür per Pay-TV, weil sie eben die Produkte des Sponsors kaufen, weil es da Hospitalities gibt. Es gibt immer einen Preis, den der Markt in irgendeiner Form vorgibt. Jetzt haben wir sehr viele Investoren. Das ist ein Problem. Da stelle ich mich auch ganz klar dahin und sage, die Investorenmodelle, die wir hier in Deutschland im Augenblick sehen, auch in unteren Ligen, haben uns sehr eindeutig vor Augen geführt, wo das hingeht, wenn so ein Verein fremdbestimmt wird. Von daher bin ich tatsächlich dabei und sage, 50 plus 1 so lange wie möglich halten. Mache ich mich jetzt nicht beliebt bei einigen Geschäftsführern der Bundesliga-Clubs, aber wir sehen einfach Beispiele, die so unfassbar schlimm sind. Aktuell auch, wo irgendwelche Oligarchen sich einkaufen und ihre Spielchen spielen. Es ist eine Errungenschaft, die international tatsächlich inzwischen etabliert ist. Es kommt viel Geld aus den Staaten, aus Investmentfirmen. Lass uns doch da mal ganz kurz einhaken. Klar ist, dass das Geld ist da, ne? was du richtig angesprochen hast. Der Markt gibt das Geld her. Ich glaube, was Steven ja auch meint, was viele Fans so nervt, ist, dass man einfach... Früher ist man in ein Stadion gegangen und sagen wir mal, der Spieler hat 1 Million verdient und jetzt verdient er 15 Millionen. Und ich glaube, das ist für viele einfach nochmal so ein Unverständnis, ja, was sie einfach nicht akzeptieren können. Und glaubst du, dass das gesund ist, so aus deiner Hinsicht, weil du ja auch sehr in der Branche drinsteckst und die Details kennst? Oder glaubst du auch, dass es eventuell platzt, diese Blase? Ja, wenn wir weltwirtschaftlich plötzlich in Schräglage geraten, wird es platzen. Und das hatten wir ja schon mal. Wir hatten ja 2002, hatten wir ja sehr viel Volumen, dann platzte die Blase und auch die Bundesligisten mussten kürzer treten. Und das kann uns jetzt auch wieder passieren, dass tatsächlich irgendwie die Investoren plötzlich abspringen. Der internationale Markt treibt allerdings dieses Geschäft, weil da eben Petrodollars reinkommen oder Gas...
Rubel irgendwie reinfließen oder chinesisches Geld in englische Vereine. Und das fließt zu uns und wir machen eine gute Ausbildung. Also wir haben eben eine gute Ausbildung, bilden Spieler aus oder nehmen so einen Rebic von irgendwo und führen den an die Spitze und der geht dann jetzt weiter nach Milan und dann gibt es sehr viel Geld. Haller und Co., die Frankfurter haben das sehr gut gemacht. Ich finde, wenn wir dann profitieren und dieses Geld, dieses viele Geld, was es kommt, reinnehmen in den Markt und wir haben sehr viel größere Scouting-Stäbe, die NLZs sind wunderbar ausgebildet, wir kriegen neue Stadien, Hertha möchte sein eigenes Stadion bauen, jeder baut sein eigenes Stadion jetzt, die Vereine besitzen das und investieren in die Zukunft. Ich sehe da Deutschland als eine sehr gute Liga, sehr guter Standort und wenn ich immer höre, dass wir den Anschluss verlieren, mein Gott. Ja, wir haben einfach dieses System mit 50+1, aber wir werden noch da sein, wenn die Blase platzt. Und die anderen kriegen eher Probleme. Andi schreibt noch, ob du mal einen Transfer hattest, der sich kurz nachdem der Spieler dann gewechselt ist, als falsch herausgestellt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, was er mit falsch meint, aber hast du schon mal sowas, dass entweder der Spieler gesagt hat, so, okay, war keine gute Entscheidung, oder du im Nachhinein gedacht hast, oh Mist, warum haben wir das gemacht? Ja, in der Tat. Nicht nur einen. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass in den Gesprächen, in dem Werben um den Spieler der Verein in den rosarotesten Wölkchen irgendwo erzählt, was geplant ist und wo man den Spieler sieht, wie man ihn sieht, wie man sein eigenes Spielsystem anlegen will. Und dann beginnt die Liga und das Bällchen wird nur hinten rausgebolzt mit langem Holz nach vorne. Und mein Spieler steht da oder sitzt auf der Bank und sagt, das war aber irgendwie ganz anders besprochen. Das passiert in der Tat. Dazu sollte man so ein bisschen natürlich das Umfeld, Trainer etc. kennen. Und manchmal ist es einfach auch der Spieler, der das nicht konnte. Als ich den Robert zu Fenerbahce Istanbul gebracht habe, hat er eben tatsächlich da die Tiefen kennengelernt. Seine erste depressive, große Depression ist auch da ausgebrochen, dadurch, dass er sich komplett fehl am Platz gefühlt hat, sich gefürchtet hat und ich ihn rausholen musste. Es war auch sehr abenteuerlich. Für mich, das war ein Fehler damals, aber es war für was gut, nämlich dafür, dass wir erkannt haben, dass er eben behandlungsbedürftig ist, ja? Also pathologisch. Und dementsprechend gibt es das auch in kleinere Transfers, wo der Trainer plötzlich ganz anders spielen lässt, als es im Grunde im Vorgespräch erfolgt ist, andere Maximen verteilt hat. Und da war jetzt auch noch bei uns so ein Thema, so müssen wir diesen Spieler jetzt wieder rausholen. Ja? Inzwischen bin ich aber der Meinung, dass er besser ist als der andere auf seiner Position, dass wir einfach da Ruhe geben und dem Spieler auch dokumentieren, du bist besser. Du wirst diesen Platz kriegen, bleib ruhig, arbeite weiter hart. Musst du denn dann seitens deiner Spieler auch häufiger mal Kritik einstecken? Also kommen dann Spieler und sagen, hör mal Jörg, danke, dass du mich beraten hast und so, aber irgendwie war das nicht gut? Kommt das vor? Ja, das kommt vor. Das ist dann meistens, wenn ein anderer Berater irgendwo dem Spieler erzählt hat, was er denn hier macht. Er ist ja ganz komplett falsch. Er muss ja mindestens Premier League spielen. Irgendwie dann wird nach Gründen gesucht, was man denn da bis dahin falsch gemacht hat. Dann war ich plötzlich zu wenig da und hatte aber vorher das Gefühl, dass ich dem Spieler vielleicht auf die Nerven gehe, wenn ich zu oft anrufe oder vorbeikomme. Dieses Gefühl muss man entwickeln. Das ist nicht immer ganz leicht. Und wir machen immer auch nicht immer alles richtig. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, wo wir dann auch tatsächlich im Team einfach daneben liegen in unserer Einschätzung, was entweder die Konkurrenzsituation auf einer Position angeht, wo der Konkurrent plötzlich einen Schritt nach oben macht und einfach klar besser ist als unser Spieler, wo du dann auch warten musst, dass der andere vielleicht mal eine Misere kriegt oder verletzt ist oder so, dass dein Spieler reinkommt. Wir sind nicht unfehlbar, wir arbeiten viel und wer viel arbeitet, macht auch Fehler. Jörg, Spielerberater, wenn ihr Fragen habt rund um Transfers, um Manager, um Deals, was auch immer, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das hat zum Beispiel auch Tobias gemacht und er schreibt, es werden sehr viele Spieler mittlerweile verliehen. Ist das ein Trend und sind die Verträge zu lang, deiner Meinung nach? Na, die Vereine wollen die Talente sichern, damit sie irgendwann Ablösen generieren können. Das ist sehr wichtig für kleine Vereine, für Ausbildungsvereine. Das ist auch genau richtig. Dafür muss ich eine gewisse Laufzeit haben oder Optionen, diesen Vertrag zu verlängern. Ja, wenn er Stammspieler ist, dann darf der Verein verlängern, muss ihm aber mehr Geld geben. Das sind so Optionen, wie sie inzwischen in der Regel sind. Und wenn das dann aber nicht funktioniert und ich habe einen Spieler, Icardi geht nach Paris Saint-Germain, aber verlängert vorher seinen Vertrag, damit er verliehen wird und Paris nimmt dann eine Kaufoption. Man hat sich also kurz vor Schluss nicht auf eine Ablösesumme einigen können. Die Fronten sind verhärtet. Dann sage ich, ich nehme Coutinho für 8 Millionen Leihgebühr
Und wenn der richtig gut funktioniert, dann bin ich auch bereit, noch mehr Geld zu zahlen. Aber ich will erst sehen, ob der hier in Deutschland funktioniert. Dafür sind diese Leihgeschäfte perfekt. Also ich bin ein Freund von Leihgeschäften, weil ich kurzfristig... Sind die denn noch gut für den Spieler? Ich stelle mir gerade vor, weil ich weiß dann ja gar nicht, bleibe ich jetzt in Bayern oder muss ich wieder zurück? Ja, das liegt jetzt beim Coutinho natürlich an ihm selber auch. Wenn er sich unentbehrlich in diesem Kader macht, wird Bayern die Option ziehen. Außer er sagt, pass auf, ey, ich vertrage keine Weißwurst und kein Bier, ich bin hier falsch, bitte nicht ziehen. Dann werden die Bayern das auch nicht machen. Oder sie werden es machen, aber dann Rückkaufgeschäft in irgendeiner Form, irgendwas verklausulieren mit Real, dass sie die Leihgebühr irgendwie zurückkriegen, was weiß ich. Also es gibt eben eine riesen Bandbreite an Verhandlungsmöglichkeiten. Und diese Leihgeschäfte sind jetzt eben, der Fall Icardi ist prädestiniert dafür, das aufzuzeigen. Wir einigen uns nicht auf eine Ablösesumme. Okay, wir nehmen ihn erstmal für ein Jahr, dann gucken wir uns den hier an. Und wenn er durch die Decke geht, dann bin ich auch bereit, 100, ich weiß nicht, was drin steht, 120 Millionen zu zahlen. Das hätten sie bei Dembélé, hätte das Barcelona vielleicht auch machen sollen. Da hätte aber dann, glaube ich, Dortmund gesagt, oh, den kennen wir, den Jungen, nee, den verkaufen wir nur. Ne? Wir möchten nicht, dass der dann irgendwie da ein Jahr auf der Bank sitzt und dann haben wir den wieder und dann wissen wir gar nicht, wohin damit. Deshalb Leihgeschäfte, speziell bei jungen Spielern, die in einem Bundesliga-Verein oben nicht reinkommen. Ich war gerade bei Leverkusen oder bei Frankfurt. Ich komme aus der U19, bin hochveranlagt. Dann mache ich ein Leihgeschäft erstmal. Dann gehe ich erstmal zu einem Zweitligisten nach Fürth oder nach Dresden, versuche mich da eben als Stammspieler in einer Zweitligamannschaft zu etablieren, um dann zurückzukommen und möglichst in meinem Erstligaverein eine bedeutende Rolle zu übernehmen. Viele von euch haben auch noch die Frage gestellt, Jenny unter anderem, wie viel verdient denn jetzt eigentlich ein Spielerberater? Ich glaube ja sogar, wenn ich richtig informiert bin, das ist fest geregelt ungefähr. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, damit wir alle so ein kleines Verständnis dafür haben? Also wenn das fest geregelt wäre und Mino Raiola 40 Millionen kassiert beim Pogba-Deal, dann möchte ich diese Regel auch gerne haben. Das ist eben nicht so. Wir kriegen in der Regel 8 bis 12%. 12 habe ich, glaube ich, noch nicht. Das ist irgendwo eine Regel. Dann erklär uns, wie man die aufweichen kann. Ungefähr, das ist eine Faustformel. Also in der dritten Liga kriegen wir ein Grundgehalt von monatliches Grundgehalt, das Fixum vom Spieler. Ja, das heißt, wenn ich einen Transfer mache mit jemandem, der hat 5.000 Euro im Vertrag, hat 250 Euro pro Punkt und kriegt noch eine Jahresleistungsprämie in irgendeiner Form, dann kommt der bei 80 oder 90 raus, ich kriege 5.000 Euro, die ich in Rechnung stelle. Das so bei den Drittligisten hat sich das inzwischen etabliert, bei den besseren Drittligisten ist es dann schon so, dass man auch die Prämien mit reinnimmt. Ne? Dass man sagt, okay, wenn ich euch einen guten Spieler bringe, der Stammspieler ist, dann darf ich auch mehr verdienen als der, der einen Bankdrücker im Grunde vermittelt oder einen, der ständig verletzt ist. Ist zumindest meine Überzeugung, versuche ich den Verein auch immer wieder zu erklären. Nehmt uns mit ins Risiko, das ist in Ordnung. Und dann sind wir schon ungefähr bei der Wahrheit. Dann auch ganz wichtig, wir dürfen nicht mehr Spielerrechte beinhalten. Das war früher so, da sind die Brasilianer gekommen und Hälfte von dem Pass, hat man damals gesagt, gehört der Agentur. Das heißt 50%. Für Zé Roberto, der gekommen ist, Bayer zahlt 10 Millionen für den Jungen. Und damals sind 5 Millionen an den Verein und 5 Millionen an die Agentur gegangen. Das ist die Third-Party-Ownership, die inzwischen verboten ist. Kannst du noch mal ganz kurz das Beispiel, was du ja netterweise skizziert hast, da kam jetzt auch noch die Frage, ist das dann für ein Jahr oder jedes Jahr? Also die Provision. Genau, die 5.000. Provision ist pro Jahr. Wir werden immer pro Jahr Zugehörigkeit des Spielers zum Verein bezahlt. Ganz wichtig. Früher war das anders, mein Chef hat eine Rechnung geschrieben für 3 Jahre Zugehörigkeit auf einmal, ganz am Anfang, irgendwie der Deal ist über die Bühne, 3 Tage später kommt die Rechnung und zwar eine sehr hohe, das waren traumhafte Zeiten. Bei uns ist es heute so, wenn ich den Spieler in dem Verein habe, kriege ich für das Jahr, inzwischen sogar halbiert, nur jedes halbe Jahr, wenn der Spieler weg ist, gibt es kein Geld mehr, kriege ich Geld. Und das wird schon ein bisschen auf die Spitze getrieben inzwischen, weil die Dienstleistung habe ich erbracht, ist meine Meinung. Also zumindest sollte man ein Jahresgehalt durchgängig zahlen. Wenn dann ein anderer Spielerberater mit meinem Spieler den nächsten Transfer macht, bin ich komplett aus dem vorigen Vertrag raus, dann kriege ich gar nichts mehr. Das ist sehr wichtig. Ne? Und dementsprechend ist das auch, du feierst zwar, wenn du einen schönen, gut dotierten 4-Jahres-Vertrag machst für einen Spieler, hast aber nichts mehr von, wenn der nicht so richtig funktioniert und dann nach einem Jahr plötzlich irgendwo anders spielt und der ist unzufrieden mit dir, weil er ist nicht weitergekommen, ja? Dann kriegt meistens der Berater die Schuld. Das ist so, wenn irgendwas nicht läuft im Leben, ist halt von beiden Seiten immer, dann muss der Berater doch besser arbeiten.
Das Spielen ist ein ganz gutes Stichwort. Da kommt noch eine Frage von Harun. Danke, dass du das gepostet hast. Wie ist es denn, wenn zwei Vereine sich einigen für einen Transfer, aber der Spieler will auf gar keinen Fall wechseln? Muss er dann wechseln? Nein. In Amerika gibt es, glaube ich, entsprechende Klauseln in Verträgen, dass die Vereine untereinander einfach die Spieler von rechts nach links schieben, ob der was will oder nicht. Das ist bei uns ausgeschlossen. Das heißt, der Arbeitsvertrag ist bindend. Wenn der Verein dich nicht loswerden möchte, dann kommt der Spieler da nicht raus. Und andersrum, wenn der Spieler nicht raus möchte, dann muss der Verein den Vertrag erfüllen. Jörg, vielen Dank für die Antworten. Falls ihr noch irgendwelche Kommentare reingeschrieben habt, bei denen ihr denkt, dass wir die noch nicht so ganz beantwortet haben, könnt ihr das gerne ruhig nochmal doppelt reinschreiben und vermerken. Jörg hat vorhin angeboten, dass er nochmal mit seinem eigenen Profil später unter das Posting guckt, noch ein paar Kommentare reinschreibt. Also gerne noch was posten und Jörg wird dann darauf eventuell antworten. Alles, was er so schafft. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Fußball. Macht's gut. Tschüss.